manchmal bist du allein. Manchmal sind wir zwei. Oder drei, vier, fünf zusammen. Von gern etwas unternehmen. Ganz egal, was wir gerade tun, Gott ist stets dabei. Und zwei, drei, vier, fünf oder ganz viele Menschen zusammen sind. Im Wallis, da steht das Matterhorn. Und Matterhorn gibt's nur eins. Verliebt, verlobt und was kommt denn? Zum Heiraten braucht es immer zwei. Mein Kleinbrütsch hat ein Wellöli und Redi hat es dort dran drei. Ein Kerzenkranz gibt's im Advent und Kerzen drauf hat's meistens vier. Schau mal an deine Hände, hat's Finger? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Manchmal bist du allein, manchmal sind wir zwei. Oder drei, vier, fünf zusammen, wo gern etwas unternehmen. Ganz egal, was wir gerade tun, Gott ist stets dabei. Wo zwei, drei, vier, fünf oder ganz viele Menschen zusammen sind. Hey, kennt ihr das Lied? Das singt doch gerade mit. Manchmal bist du allein, manchmal sind wir zwei. Oder drei, vier, fünf zusammen, wo gern etwas unternehmen. Ganz egal, was wir gerade tun, Gott ist stets dabei. Wo zwei, drei, vier, fünf oder ganz viele Menschen zusammen sind. Ja, genau, dir im Wallis. Da steht das Matterhorn. Hey, wunderbar, herzlich willkommen zum zweiten Flickflack von der Rohrbacher Geschichtenwoche. Reisen, wir sind unterwegs und jetzt haben wir gedacht, gestern haben wir angefangen in der Kirche in Rohrbach. Und jetzt haben wir natürlich alle unsere Sachen gepackt, sind ins Wallis gefahren und haben da ein Studio quasi wie auswärts eingerichtet. Und darum grüße ich herzlich aus dem Wallis. Das Matterhorn lässt grüßen, es ist einmalig. Es gibt auch nur ein Matterhorn. Und Zermatt, von dort aus sieht man ja das, oder? Das ist doch wunderbar, oder? Wenn man eine Reise dort macht, dann kann man dann dort man kann wandern, man kann biken, man kann natürlich auch nur sündeln. Oder man könnte, ja, da kommt euch sicher etwas in Sinn, wenn ihr so in den Bergen seid. Und es ist im Fall immer, auch im Sommer, manchmal kalt in den Bergen. Darum habe ich eine Kappe an und ein bisschen anständige Schuhe und eine Jacke und so. Also dir. Aber natürlich, auch wir haben gepackt, für ins Wallis zu fahren. Kamera und Technik und all das ist jetzt da eben im Zermatter Fernsehstudio. Und an dir, wisst ihr was? Ihr packt ja alle auch, wenn ihr geht, oder? Irgendwo her. Also, ich habe im Fall ein Lied über das Packen. Und das habe ich noch nicht so lange und darum brauche ich ein bisschen Spickzettel. Und lege jetzt gerade los. 3, 2, 1. Kommst mit, wir machen eine Reise. Ich mache eine Reise und ich weiss ganz genau, wo ich hergehe. Ist der Anfang gewesen? Geht mal zusammen. 3, 2, 1. Eis, kommst mit, ich mache eine Reise. Ich mache eine Reise und ich weiss ganz genau, wo ich hergehe. Und dass ich sehe, wo durchgehe, wirfe ich zack mein Navi an und töckle dort 3, 3, 2, 1 das Ziel von meiner Reise. Das ist ja gar kein Lied. Hey. Ah, das ist ein Gedicht. Aber gut. Die können hier unten durch noch lesen, den Text, die wir können lesen. Und sonst noch mal hören, hey, fang noch einmal vorne an und dann können wir den langsam aber sicher anfangen packen. Hey. Okay, 3, 2, 1. Kommst mit? Ich mache eine Reise. Ich mache eine Reise und ich weiss ganz genau, wo ich hergehe. Und dass ich sehe, wo durchgehe, wirfe ich zack mein Navi an. Und töckle dir 3, 3, 2, 1, das Ziel von meiner Reise. Doch bevor ich gehen kann, oh nein, kommt zuerst die grosse Packerei.
ich packe so viel, dass es einem fast einen gibt. Ja klar, das da muss auch noch mit. Ich packe nämlich in meinen Rucksack eine Regenjacke. Tun wir die mal rein, he? Und jetzt könnt ihr schon helfen, he? Wir packen so viel, dass es einem fast einen gibt. Sag du, was nimmst du noch mit? Also ich nehme einfach gerade mal noch ein Päckchen Spaghetti, für das wir dann in der Ferienwohnung ankommen, dass wir dann einfach schon etwas haben, wo wir einfach nur in die Pfanne werfen und wenn wir Hunger haben, essen. Also, tun wir gleich wieder. Wir packen so viel, dass es einfach einen gibt. Sag du, Susanne, was nimmst du noch mit? Eine Sonnenbrille. Eine Sonnenbrille, he? Kannst du mir die gerade geben? Mhm. Einfach so, ohne etwas. Ich hatte ja schon eins, ja. Also tun wir die da hier einfach mal vielleicht oben drin, he? Dass die etwas geschützt ist. So, prima. Und jetzt wieder alle zusammen. Wir packen so viel, dass es einfach einen gibt. Sag du, was nimmst du noch mit? Ich habe noch etwas parat. He. Wenn wir ja da schon so schön im Wallis sind, he? Ein Buch für diesen Abend noch zu erzählen. Das Buch vom Berg. Oder was ist das? So zum Lesen. He? Ist gut. Und es hat natürlich noch viel mehr Platz. Und ihr wisst, ich packe in meinen Rucksack. Geht ja eigentlich so, dass man dann immer alles von vorne an auch aufzählt. Also was hat es jetzt nun schon? He? Ihr packt so viel, dass es einfach einen gibt. Sag du, was nimmst du noch mit? Also ich packe eine Regenjacke, ein Pack Spaghetti, eine Sonnenbrille und ein Buch. Und dann könnt ihr dann weiterpacken. He? Dir aber, ich würde mal sagen, was gäbig ist, auch in einen Koffer einzupacken, das ist ein ganz kleines Gitarreli. Und mit dem begleite ich jetzt gerade das nächste Lied. Also mal, he? Weil Flickflack heisst immer auch singen. Es ist sass, es ist so, super bist da, trare riro, drum für mir jetzt an. Sass, es ist so, super bist da, zusammen werden wir sicher lalleli la lustig haben. Es ist sass, es ist so, super bist da, trare riro, drum für mir jetzt an. Sass, es ist so, super bist da, zusammen werden wir sicher lalleli la lustig haben. Und jetzt, ist ja klar, wir haben ja schon längst angefangen, he? Aber wisst ihr was, wir stehen mal auf und am Fuße des Matterhorns tun wir uns gerade ein bisschen bewegen. Möchte das gleiche machen wie ich. Es ist sass, es ist so, super bist da, so super, wir klatschen in die Hände. Es ist sass, es ist so, super bist da, so super, wir pumpen in die Luft. Es ist sass, es ist so, super bist da, so super, wir jubeln vor Freude. Jüdi hui, juhu! Es ist sass, es ist so, super bist da, so super, ich drehe gerade mal den Kreis um den Rand. Sass, es ist so, super bist da, trare riro, rum, für mir jetzt an. Sass, es ist so, super bist da, zähle rein, sieh, lalle, lilo, lustig an. Hui, 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 da kommt man richtig ins Schnaufen, he? Bin beim Biken oder beim Wandern im Wallis dir, he? Aber wisst ihr was? Das habe ich gedacht, ist ja klar, Flickflack, die wollt sicher schon längstens Geschichte hören. Du, Susanne? Ja? Jetzt habe ich gerade eine Idee. Okay. Würdest du mir helfen beim Flickflack? Also, dass wir das quasi wir zwei zusammen.
Ja, also. Ja, das können wir schon probieren. Ja. Wollen wir das mal? Mhm. Weißt du, so, ja, jetzt habe ich dir einen Stuhl parat gemacht. Dann könntest du da, ja, komm doch einfach mit der Kamera, du kannst die da mal herlegen, das ist kein Problem. Am Boden legen? Ja, einfach da am Boden, genau. Und ich, weißt du, so wie im Fernsehstudio. Aber ich gebe dir das Flickflack. Ja. Okay. Und ich darf im Fall immer Zahl wünschen. Und immer, das ist im Fall nicht mit Farbe, musst du mal schauen. Das ist mega schön. Hey, willst du das sehen? Ich zeige es mal. Hey, dann allen, die zuschauen. Das ist nämlich extra mein Reise-Flickflack. Also Zug, Flüger, Trottinette, nicht Velo. Hey. Schuhe zu Fuß, sogar ein Gutsche und ein Schiff ist da drauf. Hey. Und eben, das sage ich natürlich nicht eine Fahrt, sondern ich sage zum Beispiel Schiff oder Schuhe oder was weiß ich. Hey. Und zuerst, also jetzt kannst du mich fragen. Ja, also. Was willst du für eine Zahl? Ich will Zahl 7. Also, wir zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt kannst du da ein Bild auslesen. Ich nehme mal Gutsche. Gutsche? Wir sind zwar nicht mit der Gutsche ins Wallis gefahren. Nein, das wäre... Ein bisschen zu lang gegangen. Also, jetzt ist da ein Zettel und da steht das drauf. Wie macht es Pünktli? Okay, wie macht ein Ross? Das hat ja Kutsche gezogen. Hey, soll ich es mal machen? Wisst ihr auch, wie ein Ross macht? Oder manchmal haben wir auch so, weißt du, mit den Haufen, sie so, die tun so. Genau. Das war aber noch nicht Geschichte. Das ist noch nicht Geschichte. Nein. Also, ich tue noch mal. Was willst du für eine Zahl? 3. Die können alle mitzählen. Nummer 3? Ja, Nummer 3. Lenk doch. 1, 2, 3. Jetzt sind da die anderen Bilder. He? Und nehme ich wieder das Grosse. Ich nehme das wieder Grosse. Das. Also, nicht wieder. Das Schiff. Mhm. Ich bin zwar ein bisschen wasserscheu, aber das Schiff geht ja nicht unter, oder? Okay. Du hast also gerade Glück gehabt, hat mir jetzt gerade gedacht. Oh. Das ist nämlich schon Geschichte. Geschichte? Ja. Yeah. Also, weißt du was, dann räumen wir hier zusammen und Platz machen, für dass wir diese Geschichte hören können. Ist gut? Ist gut. Tip Alles top. Klar. Also, viel Spass mit der Geschichte. Da ist das Flickflack. Vom. Oh, die hören jetzt gut. Hallo zusammen, ich will euch Geschichte erzählen. Aber Cleo ist nicht da. Hat er sie gesehen? Cleo! Cleo! Ich kann Schiss! Oh. Ich habe doch auch ein bisschen Schiss, Lampenfieber. Aber weisst du, Cleo, wir sind gar nicht alleine. Es hat noch ein anderes Kamel da. Das schaut ganz freundlich vor. Du erzählst ein Seich! Wo bist du? Nein, erzähl kein Seich. Komm, schauen. Okay, ich komm vor. Da unten hast du dich versteckt. Ja. Ups. So. Dann legen wir dich gleich an. Hopp. Hallo, Cleopatra. Heute, ich heiße Cleo. Kurz und fix. Kurz und bündig, meinst du? Aber deine Geschichte, Cleo, die ist nicht kurz und bündig. Nein. Also komm, wir fangen an. Okay. Ich erzähle euch Geschichte von Allerdings da. Oh, aber das hat man nicht verstanden. Du willst uns Geschichte erzählen vom Abraham, der früher Abraham geheissen hat und was du mit ihm so erlebt hast, wo du mit ihm unterwegs warst. Ja.
Also, ich fange gerade an, ist gut? Ja, gern. Der Abraham ist aus einer grossen Familie gekommen. Und sie waren sehr reich gewesen. Aber das war nicht das Spezielle an dieser Familie. Die Familie hat nämlich auf Gott vertraut. Und der Abraham, der hat sogar Gottes Stimme gehört. Gott hat mit ihm geredet. Auch so eines Tages hat er gesagt, Abraham, du alles zusammenpacken. Ich will dich in ein neues Land schicken, dir ein neues Land geben und dir ganz viel Nachkommen schenken. Und Abraham hat zusammengepackt und ist losgezogen. Nicht so schnell! Du hast Sarai und den Lot vergessen. Oh, ja stimmt, genau. Der Abraham war gar nicht alleine. Er hatte eine Frau. Sarai. Und die war wunderschön. Und sie waren schon recht lang zusammen. Leider konnten sie einfach keine Kinder haben. Obschon Gott ja das versprochen hat, dass er dann viel Nachkommen wird haben. Und der Lot war der Neffe. Er hatte keinen Papa mehr und hat sich darum entschieden, mit dem Abraham und der Sarai loszuziehen. So haben sie alles zusammengepackt und sie losgezogen. Eine lange, lange Karawane und so eine lange Reise. Oh. Ja, gell, du hast erzählt, ihr seid viel unterwegs gewesen und habt auch gerne wieder neue Weiden müssen suchen für euch Tier. Ja, und friedlich ist es auch nicht immer gewesen. Friedlich war es nicht immer gewesen, das kann ich mir vorstellen, bei so vielen Leuten. Und so viel dir. Aber ich weiss, du sprichst auf etwas ganz Bestimmtes an. Du sprichst darauf an, dass die Knechte vom Lot und vom Abraham Streit hatten. Um die besten Futterplätze für euch Tier. Ja. Und so, hey, bist du langsam müde? Ja. Okay. Also, die Futterplätze, die waren heiss begehrt und die zwei, die Knechte, die haben untereinander gestritten und das hat am Abraham gar nicht gefallen. Der hat nämlich lieber in Frieden gelebt. Und so hat er den Lot gepackt und ist mit ihm auf einen Berg hoch. Und hat gesagt, Lot, ich glaube, es ist besser, wenn wir uns trennen. Du gehst in eine Richtung und ich gehe gerade in die andere. Schau oben und du entscheide. Ich lasse dir den Vortritt. Das hat mich speziell gedacht, Kleopatra, dass der Abraham hat dem Lot den Vortritt gegeben. Er war ja schliesslich der Ältere und hatte das Vorrecht, zu entscheiden. Also, aber der Abraham hatte eben Lot den Vortritt gehabt. Und der Lot, der hat rumgeschaut. Steine, Wüste. Oh! Da hinten. Da hinten wäre es schön grün, fruchtbar, ein Fluss. Er hat gesagt, Lot, nein, er hat gesagt, Abraham natürlich. Ich gehe gegen Osten. Der Abraham hat gesagt, in diesem Fall, dann gehe ich gegen Westen. Und ich habe gedacht, nein, Stein, Hitze, trocken, trocken, trocken. Ja, ich hätte auch so entschieden. Ich wäre sicher auch lieber den einfacheren Weg gegangen, so wie der Lot. Aber der Abraham hat gleich daraufhin wieder die Zusage von Gott bekommen, weil er schon wieder ein bisschen angefangen hat zu zweifeln am Versprechen von Gott. Er ist nämlich verrissen vor dem Zelt gehockt und Gott hat gesagt, Abraham, schau hoch, schau zu den Sternen, siehst du die Sterne, kannst du sie zählen? So viel Nachkommen wirst du haben. Und damit du immer daran denkst, will ich dir auch gerade einen neuen Namen geben. Du sollst nicht mehr Abraham heissen, sondern Abraham. Vater von den vielen Völkern. Dann denkst du gerade beim Namen schon daran, was ich dir versprochen habe. Unter Sarai sagen wir Sarah. Sarah heisst Fürstin. Damit hat der Abraham die Stimme, die Stellung der Frau gerade gestärkt, von der Sarah. Der Name war früher sehr wichtig.
dann hat man einander gut erkannt und gewusst, was es bedeutet. Ja, jetzt sind ich auch langsam faul. Kannst du nicht schneller machen? Ha, schneller machen? Ja, ich habe gesagt, es gibt eine lange Geschichte. Okay. Was ist noch in einem passiert? Das nicht denn. Das geht nicht. Das Zelt. Ah ja, das mit dem Zelt, gell? Der Abraham ist wieder draussen gehockt, mal, und es ist ein Mann vorbeigewandert. Nein, drei! Oh, sorry, ja. Drei Männer sind vorbeigewandert. Und der Abraham, weil er grosse Gastfreundschaft hat pflegt, hat sie eingeladen. Sie sind draussen gehockt und Sarah hat sie bewirtet. Sarah ist dann wieder hinter das Zelt gegangen, weil sie hat sich nicht gehört, dass sie dann bei den Männern gehockt hat. Und die drei Männer haben gesagt, Abraham, Gott schickt uns. Gott will dich an sein Versprechen erinnern. In einem Jahr sollst du ein Kind haben. Ja, endlich! Sarah hat sicher gejubelt und mega Freude gehabt. Nein, so ein Seuch! Höhnisch und entrüstet war ihr Lachen. Nicht fröhlich. Ja, aber ja, logisch, oder? Wenn du schon so lange auf etwas wartest und es funktioniert nie, dann glaubst du langsam nicht mehr dran. Ja. Ja, genau. Aber Sarah ist dann dicker und dicker und dicker geworden. So dick. Und dann hat es ein Kind gegeben. Juhu, endlich haben sie ein Kind bekommen, der Abraham und Sarah. Sie hatten mega Freude und alle konnten sehen, dass Gott sein Versprechen hält. Jetzt ist aber Schluss. Nein, Cleo, komm, wir sagen dem Kind noch, wie das Kind geheissen hat. Okay. Also, der Abraham und Sarah haben das Kind, den Sohn, Isaac, getauft. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Geschichte weitergeht, dann dürft ihr die in Moses Buch in der Bibel zusammen noch lesen. Das war nämlich ganz spannend. Kleopatra und ich sage jetzt euch Tschüss. Tschüss zusammen. Auf Wiedergücks. Cleo, denkst du an das Zähneputzen? Claro. Ja, in der Wüste dir. Das ist ein bisschen anders als hier im Wallis. Und ehrlich gesagt, mir macht es auch schon mal ein bisschen warm da in der Kappe. Aber ich behalte es nicht an. He? Den ziehen wir jetzt durch. Aber wir schon von Kamel hatten. Hey, heute Morgen bin ich ihm begegnet. Ja, weisst du, ich gehe fast jeden Tag in die Bäckerei. Für zum Morgen ein frisches Brötchen zu holen. Und heute, wie gesagt, da sehe ich es. Sag nur. Hey, kann ich echt meinen Augen trauen? Oder träume ich, bin noch nicht richtig wach? Nein, vier Beine zählen richtig und zwei Höcker. Ich merke schnell, das ist eine klare Sache. Beim Zebrastreifen blitzt er stehen und wartet und schaut links und rechts ein Becken Auto kommt. Ich denke, hey, das ist super, das hat es gecheckt, hey, das ist nicht dumm. Und jetzt merke ich, aha, ja klar, ah, drum. Das ist ein gescheites Kamel, springt nicht einfach über die Strasse. Ein Kamel, wo man von ihm etwas lernen kann. Das ist ein gescheites Kamel, wo weiss, dass wenn man gut schaut, dann kommt man auch ganz sicher über die Strasse. Das ist ein gescheites Kamel. Ein Kamel, wo man von ihm etwas lernen kann. Jetzt kommt der mit dem Zähneputzen, wisst ihr? Ja, ein gescheites Kamel muss noch immer wohnen können.
bei mir, da wär doch grad das Zimmer frei. Wär's froh für Kost und Logis bei mir daheim? Frag jetzt Kamel, das sei grad was? Nicht Nein sagen. Gerade nach dem ersten Mittagessen ist es verschwunden. Es ist so verdächtig still. So geht's mir durch den Sinn. Doch aus dem Bad höre ich sie zu gurgeln, schruppen, spülen. Was zum Bocker macht auch das Kamel dort drin? Und jetzt, wenn ich es nicht selber sehe, würde es nicht glauben. Das Kamel putzt brav und eifrig seine Zähne. Ich denke, hey, das ist der cool. Das hat es dann gecheckt. Und jetzt merke ich, aha, klar, ah, drum. Das ist drum ein gescheites Kamel, das nach jedem Essen zeigt. Ein Kamel, wo man von ihm etwas lernen kann. Das ist ein gescheites Kamel, wo weiss, dass Seiten oder andere jedem eigentlich ganz gut wird tun. Das ist ein gescheites Kamel. Ein Kamel, wo man von ihm etwas lernen kann. Ja, dir. Also in den Ferienorten ist es ja manchmal auch so, da kann man auch so mitreiten. Aber meistens sind es nicht Kamel, die die Gutschen ziehen, die dann da durch die Dörfer die Leute so zum Sightseeing in den Gutschen führen, sondern es sind meistens Rosse. Wir haben ja vorhin schon Gutschen ist ja schon vorgekommen. Und dann halten sie dann vielleicht irgendwo oben. Und jetzt muss ich da schnell mein Gerät suchen. Das muss ich schnell holen. Ihr könnt hier noch einen Blick auf das Matterhorn werfen. Das ist nämlich auch schön. Und dann hat es eben die Alpen so Läden. Oder? Dann hat man so eine schöne Ferien gehabt und denkt, ich will etwas, was ich mich noch daran erinnern kann. Und geht irgendein so ein Souvenir kaufen. Irgendein Glöckchen, das bimbelt wie Kuhglocken, wo dann eine Kuh auf der Weide. Oder ein T-Shirt natürlich, mit dem Matterhorn drauf. Oder irgend so etwas. Ja, dir. Souvenirs. Etwas, was einem daran erinnert. Es tut mir gut, dass so viele Kinder, die da beim Flickflack dabei sind. Die spielen auch gerne, he? Spielen auch gerne Memory. Dann muss man sich nämlich auch erinnern. Wir tun aber die Memory-Karten so, nein, wir tun sie eben nicht so teilt, wir tun sie so ganz schön gerade her. He? Und wir tun sie einfach so her, irgendwie, wie es gerade kommt. He? Und dann kann man ja schauen, dass man die zwei findet, die zusammengehören. Also zum Beispiel das und das und jetzt ist es ein bisschen kompliziert. Das kann ich jetzt natürlich nicht, he? Aber wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Wir machen es gerade umgekehrt. Hey, ich drehe einfach die Karte drehen. Und jetzt ist es im Fall so. Es hat von all diesen Bildern nur von einem einzigen ein Bärli. Also von einem von diesen Sachen hat es zwei Bilder. Und von allen anderen hat es nur eins. Jetzt könnt ihr mal schauen, ob ihr das Bärli findet. Ich habe es auch schon gesehen. Habt ihr es schon gesehen? Ich habe es gesehen. Ja klar, das ist natürlich nicht so schwer, hä? Ja, der Fisch. Super. Habt ihr es gefunden? Machen wir noch eins, hä? Also, oh, jetzt wird es ein bisschen schwieriger dir. Das ist ein bisschen gemischt, hä? Der Fisch. Nein, der Fisch. Gomfi ist nur. Jetzt habe ich es gesehen. Ja, das braucht man im Fall im Wallis manchmal schon, wenn das Wetter nicht so schön ist. Habt ihr es schon gefunden? Ups. Der Regenschirm. Genau. Ja, das ist echt noch nicht so schwierig. He? Wir könnten noch ein bisschen mehr Karten nehmen. Eine dritte Runde. He? Okay. Aha. Oh, ich sehe einfach mal das Schiff, das auf dem Kopf ist. He? Aber von dem hat es kein Zweites. Und was sehe ich noch? Wisst ihr was? Ich lasse noch ein bisschen Zeit. Ich gehe da mal ein bisschen. Jetzt sind wir nämlich dann schon gleich fertig. Und das ist einfach die Melodie oder so ein bisschen die Töne vom letzten Lied. Aber jetzt habt ihr es gesehen. Jetzt habt ihr es sicher alle schon gesehen. Memory, mal ein bisschen anders. He? Ja, genau. Ganz langsam geht er reisen, der Schneck.
Ja, man muss nicht immer so juffeln. Cool, dir, hey. Unsere Sendung aus dem Wallis geht so langsam, aber sicher am Ende entgegen. Ich habe es schon gesagt, einfach noch ein letztes Lied gibt es auch beim Flickflack, auch bei dem, der von auswärts kommt. Dir, morgen, also jetzt müssen wir ja schon ziemlich schnell wieder zusammenpacken, dass wir dann von Zermatt wieder auf Rohrbach kommen will. Morgen ist dann zu Rohrbach wieder Flickflack, ganz normal in der Kirche. Also was heisst schon ganz normal, schon beides normal. Und dann übermorgen, Donnerstag, die vierte Folge, dann gehen wir dann wieder, nehmen wir her, ich sage noch nicht woher. Und die vierte Folge von Donnerstag, die kann man dann wieder im Fernsehen oder im Kompi oder eben dort, wo ihr vielleicht auch jetzt schaut, kann man dann hier wieder schauen. Hey, seid ihr wieder dabei? Yeah, cool, ich freue mich schon. Also, und sonst könnt ihr auf der Homepage christophfankhauser.ch oder kirche-rohrbach.ch. Dort sind auch noch so ein bisschen die Informationen, wenn ihr jetzt denkt, oh, das war jetzt ein bisschen gestört, was der da gesagt hat. Gott ist nicht nur ab und zu da und dort. Nicht nur so per Zufall, mal hier, mal da. Nein, er ist immer hier und da und dort und überall. Und wo ich herkomme, er ist schon da. Gott ist nicht nur ab und zu da und dort. Nicht nur so per Zufall, mal hier, mal da. Nein, er ist immer hier und da und dort und überall. Und wo ich herkomme, er ist schon da. Tschüss zusammen!